Und die können sich dann nicht so weit draufziehen. Und jetzt der Verfolger. Auftrag starten. Der Verfolger, du hast die Aufmerksamkeit einer geheimnisvollen Kreatur erregt. Suche sie und finde heraus, was sie über dich weiß. Und alle, die Herr der Ringe gesehen haben, wissen spätestens jetzt, es handelt sich um Gollum. Was glaubst du, wer sich dort in den Schatten verbirgt? Irgendeine große Macht hat ihn für sich eingenommen. Das spüre ich. Saurons Ring. Ob er uns Antworten liefern kann? Für uns beide. Dann sollten wir ihn finden. Das sollte nicht sonderlich schwer sein. Seine Fußspur hat er hinterlassen. Folgende Spuren. Diese Spuren scheinen weder Mensch noch Biest zu gehören. Umso mehr Grund, ihnen zu folgen. Aber Würmer geben die Schwäche eines Hauptmanns preis, wenn du sie verhörst. Dann erledigen wir sie kurz mal. Und den Linken am besten am Leben lassen. Und jetzt schon ein weniger. Bleib weg, du Grüner. Ah ne, er ist tot. Dann holen wir uns die Informationen von ihm mal. Und verhören. Was hat er uns zu sagen? Nehmen wir den, du Schwarzherz. Und jetzt verfolgen wir die Spur weiter. Lange genug. Nicht einmal Ausgestoßene verdienen solch ein Schicksal. Der Mensch scheint ein ums andere Mal in Gefangenschaft zu enden. Weiter geht's. Scheint dieses Geschöpf ist im Klettern geübt. Geben um Sklaven wird ihm schließlich doch entkommen. Ich hätte sie schon nach dem ersten Versuch aufhängen lassen. Schneidet ihnen die Beine ab. Später kann man nämlich der Fähigkeit freischalten. So, wenn du auf Feuer oder so mit dem Pfeil schießt, das Feuer entzündet wird, das auch ganz witzig. Ich spüre, es weiß mehr von mir, als ich von mir selbst weiß. Wie soll solch ein Wesen etwas von Geistern wissen? Es besteht eine Verbindung zwischen uns. Ich fühle es. Sauron. Du alles, was du hörst? Er sagte auch, er könnte fliehen. Habt ihr das gehört? So, weiter geht's. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Wandelt auf gefährlichen Faden. Ja, vor dem können wir locker wegrennen. Da war doch ein Geräusch. Ja, ich bin aber schon auf und davon. Müsste ein bisschen schneller sein, um mich zu kriegen. Die Spuren des Geschöpfs führen in die Höhle eines Karagor. Dort! Es läuft davon! Eskon. Komm, wir kriegen es! Nee, gerade können wir nicht in den Geistermodus gehen. Ah, jetzt erkunde die Höhle. Gesundheit erneuern. Es gibt auch Erfahrung und wenn wir jetzt Schaden gehabt hätten, wären wir wieder voll regeneriert. Also ganz nützlich sowas. Und da vorne ist was. Aufsammeln. Was haben wir denn da? Eine Kette. Sieht aus wie eine Elbenkette. Schnell hinterher. Englisch was einsammeln. Da ist Gollum und da kommen Feinde. Das ist nicht gut. Ganz viele Orks. Uruk-Jäger, sie scheinen die Karagor bis hier verfolgt zu haben. Neuer Feindjäger. Komm im Nahkampf.
Und jetzt wieder den hier hinten erledigen. Nein. Wir haben zu viele Gegner. Noch ein Kargor. Gott, er hat uns. B. Und Y. Wir haben uns befreit. Und der Kargor ist tot. Oder? Nein. Er ist noch am Leben. Nein, wir müssen weg davon. Mann! BBB! Der Kargor ist hartnäckig. Mann! Wir werden immer meine Schläge ab. Mann, endlich, das war's. Deine feige kleine Kreatur lauert irgendwo hier in den Schatten. Wo versteckt sich Gollum? Der ist wieder nach oben gerannt. Sich an mich ranzuschleichen? Nein, nein, tut uns nichts! Was wollt ihr davon? Leuchtender! Gollum scheint ihn zu kennen. Ja, wir kennen ihn. Leuchtender Herr kam zu uns. In unseren Träumen. Du siehst mich. Weiß ich nicht. Kreatur! Ich traue ihm nicht. Wir brauchen ihn. Willst du nicht erfahren, wie ich bin? Und wir sind wieder im Fallspiel. Der Verfolger abgeschlossen. Fähigkeitspunkt erhalten. Dann verbessern wir es mal und ja, wir holen uns die Fähigkeit, die ich vorhin angesprochen habe, dass wir zum Beispiel jetzt ein Lagerfeuer explodieren lassen können mit einem Pfeil. Gollum-Eintrag. Wir sind hier. Dann holen wir uns doch noch den Schmiedeturm. Dann haben wir auch hier in der Region neue Aufträge. Das denke ich mal ist jetzt das Nützlichste. Boah, der ist aber weit weg. Und wenn wir da jemanden finden, wie den Boss oder so, dann glaube ich, holen wir uns über den. Ja? Ne, hier ist ja der Schmiedeturm. Schützen sind Feiglinge! Sag zumindest Gorgum! Der weiß doch nicht, wovon er redet! Was dann da markiert wurde, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja. Sei es drum. Wir holen uns auf jeden Fall jetzt den Schmiedeturm. Und zack, erneuern. Ein weiterer Jede eine Zitadelle des Lichts gegen die Schatten.
vorne können wir Sklaven befreien. Befreie Sklaven, um ausgestoßene Rettungsaufträge freizuschalten. Lassen die auf. Habt ihr das gehört? Ja, es ist Talion. Einer der letzten Waldläufer in Mordor. Der euch jetzt zur Strecke bringt. Guten Tag. Schweig jetzt. Hab Dank. Bitte rette meine Freunde, bevor es zu spät ist. Sie wissen nicht, wann sie den Mund halten müssen. Gott, hier, der ist zu ihrem Mund geworden, will die Sklaven jetzt alle abschlachten. Habe ich gerade den Sklaven mit Schwert geschlagen? Jedenfalls ist der hier Geschichte und jetzt weiter. Zu der nächsten Mission, würde ich sagen. Laufen wir schon mal hin für den nächsten Part. Ah, die ist ja schon ange... Vielen Dank, Waldläufer! Da können wir vielleicht noch mal ein, zwei Aufgaben auf dem Weg mitnehmen. Wo ist jetzt dieser Tagabschaum, hä? Ich dachte, er sei hier. So, jetzt können wir das schnell machen. Wieder mitnehmen. Deswegen habe ich es als erstes geholt. So kannst du dich über so weiter entfernen und ganz schnell fortbewegen. Oh, da vorne ist noch so ein Artefakt versteckt. Finden wir das schnell? Dort. Aufsammeln. Belohnung 50 Mirian. Seltsamer Stein. Die Eruption des Orodruins sind abrupt und heftig. Wenn der Berg flammend erwacht, ist niemand mehr sicher. Der Himmel verdunkelt sich mit Rauch und Asche. Und feurige Felsen werden hoch in die Luft geschleudert, bevor sie mit tödlicher Wucht auf dem Boden landen. Dieser Stein aus schwarzer Glaslava gehört zu diesem Vulkangestein und datiert zurück ins zweite Zeitalter. Vielleicht bis zu dem Zeitpunkt, als der dunkle Herrscher seine erste Verbindung zum Vulkan knüpfte. Diese Rückstände vom Zorn des Orodruin werden aufgrund ihrer Härte geschätzt und werden oft zu Waffen verarbeitet. Seit Generationen gibt es kein Anzeichen von Feuer auf dem Schicksalsberg. Ich sah, wie Gil-galad auf den Hängen des Orodruin starb. Das Feuer Saurons verbrannte ihn. Dort wird sich der Sturm formieren, der die Welt der Menschen überkommen wird. Ich habe gerade ganz vergessen, den des Erinnerungsdings abzuspielen. Oh. Da kann man das noch machen. Artefakte, seltsamer Stein. Da. Wo bist du gewesen, Kind? Ich habe was gefunden, Vater. Das ist ein sehr seltener Stein. Er stammt aus dem Vulkan. Dort. Der Schicksalsberg ist ein ganz schlechter Ort. Er bricht aus, wann immer Sauron seine Ränke schmiedet und speit allerhand Übles in die Luft. Rauch, Staub und Steine, die den Boden verbrennen. Es ist als Warnung zu verstehen. Lange werde ich nicht schweigen. Ein wenig so wie deine Mutter. Nur sag das deiner Mutter bitte nicht. Also ist dieser Stein? Es ist ein Stein, sonst nichts. Einen Stein musst du nicht fürchten. Noch den Schicksalsberg, der bis zu diesem Tag ruht. Wenn du von all dem etwas lernen möchtest, dann nimm dir das zu Herzen. Selbst solch ein übler Ort wie dieser Vulkan vermag etwas Schönes hervorzubringen. Viva, viva. Nein, die Festung. Weg von der Festung nochmal. Den Trupp hier kurz erledigen. Und dann noch weiter zur Mission laufen. Mann, rettet euch schon mal gegenseitig. Ihr seid auch alle armselig. Los, Talion, geh doch mal auf ihn drauf. Mann, Talion. Wegen dir dauert der Kampf nur unnötig länger. Und der Kampf ist vorbei. Dann holen wir uns nochmal den Fußweg hier. Und sind hier. Wie es hier bei diesen Sklaven weitergeht. Warum kommst du nicht her, Waldläufer? Sag bloß, du hast Angst.
Und zu diesem, wo es dann auch zu diesem charmanten Ort geht, das werden wir aber erst in der nächsten Folge erfahren. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Lasst doch gerne einen Kommentar oder eine konstruktive Kritik da. Bis zum nächsten Mal. Euer. Ich werde dich über alle dunklen Berge Mordors verfolgen. Nur noch diesen Hauptmann. Täglicher Tag. Zu langsam. Der ist doch eh keine Herausforderung für uns. So durchsiehst du meine Deckung nie. Mann, ich besieg dich gerade. Ich hab ihn fest. Und er flüchtet. Das Blatt hat sich gewendet. Kehrt um. Wir werden wieder kämpfen. Mann, lass mich doch mal in Ruhe den Typen da töten. Menschendreck! Oder ist jetzt schon der nächste Anführer? Für den ganzen Ärger, den du verursacht hast, bekommst du ein kleines Extra von mir. Egal. Mann, das läuft gar nicht wie geplant. Der dritte, ernsthaft? Ja, dich bestrafe ich ordentlich für das ganze Theater. Ja! Ich will doch nur diesen einen da töten. Mein Sieg! Habt ihr das gehört? Jetzt hole ich mir dich. Du kannst ja immer davon rennen. Mit diesen Tricks kriegst du mich nicht. Anscheinend schon. Und er ist tot. Und ciao, das war's.